Schon bei seinem Treffen mit Angehörigen und Überlebenden von Schulmassakern hatte US-Präsident Donald Trump seine Idee präsentiert, als Mittel gegen Amokläufe an Schulen künftig Lehrer zu bewaffnen. Jetzt hat er diesen Vorschlag bekräftigt. Speziell trainierte Lehrer könnten dann verdeckt Waffen tragen. Außerdem erwähnte er erneut eine Reihe anderer Maßnahmen. Wir werden strenge Background-Checks durchführen. Wir werden versuchen, die Altersgrenze zum Waffenkauf von 18 auf 21 zu erhöhen. Wir werden Bumpstocks abschaffen und wir werden uns sehr auf das Thema der psychischen Krankheiten konzentrieren. Denn darum geht es in diesem Fall. Daneben fand Trump lobende Worte für die US-Waffenlobby NRA. Diese bestünde aus großartigen Patrioten, twitterte er. Der Vizepräsident der NRA warf den Demokraten vor, das Schulmassaker von Florida politisch zu instrumentalisieren. Weiter sagte er, wir müssen unsere Schulen sofort abhärten. Jeden Tag werden junge Kinder in Schulen abgegeben, die praktisch weit geöffnete Weichziele sind für alle, die einen Massenmord begehen wollen. Eine Schießerei sollte für einen Irren in einer Schule nicht leichter sein als in einer Bank, einem Juweliergeschäft oder einer Hollywood-Gala. It should not be easier for a madman to shoot up a school than a bank or a jewelry store or some Hollywood-Gala. Viele Schüler sind vom Vorschlag Trumps nicht überzeugt und fordern weiter eine Verschärfung der Waffengesetze. Am 24. März ist in Washington eine Großdemo geplant.